Teil 10. Wie hat mich meine Geschichte des Wissensmanagements geprägt? Was habe ich gelernt? Was ich heute für richtig halte, kann für mich morgen auch falsch sein. Das ist für mich persönlich Lernen. Nichts bleibt, wie es ist. Gesellschaftssysteme können sich ändern. Der gefühlte Sieger bringt nicht nur seine Vorteile, sondern auch seine Nachteile mit ein. Und zum Lernen vom Verlierer sind gefühlte Sieger meistens nicht bereit. Dafür sind sie zu arrogant und zu überheblich. Medien, Politik und Wirtschaft sagen nicht die Wahrheit. Wenn der Wettbewerb wegfällt, wird es sogar noch schlimmer. Jeder muss seine Wahrheit mit gesundem Menschenverstand und möglichst ethischer Grundhaltung selber finden. Der überwiegende Teil der Menschen ist gleich und strebt nach persönlichen Vorteilen. Nur der minimale Teil ist wirklich altruistisch, also gemeinwohlorientiert. Das hat folgende Konsequenzen. Marktwirtschaft funktioniert besser als Planwirtschaft. Soziale Medien, Shared Economy und Web 2.0 werden mit Sicherheit früher oder später ausgenutzt werden, genau wie das Internet, was auch nicht mehr frei ist. Macht strebt nach Überlegenheit und Unterdrückung, nicht nach Gerechtigkeit. Deshalb muss Macht überwacht, sanktioniert und begrenzt werden. Menschen handeln ungerecht, wenn sie sich einen persönlichen Vorteil davon versprechen. Gesetze, Grundregeln und Prozesse sind im notwendigen Maß sinnvoll. Sie können jedoch kein unethisches Verhalten verhindern, aber sie können die Gesellschaft lähmen und die Menschen fesseln. Auch deshalb ist Ethik die Kraft, welches Verhältnis von Gut und Böse verschiebt. Wie gerade gesagt, schaffen Gesetze Grenzen, Mauern und ein Labyrinth oder ein Gefängnis. Das Böse können sie aber nicht verhindern. Das kann nur Ethik zusammen mit logischem Verstand und Wissen. Deshalb gehören Ethik und Wissen für mich zusammen, um die Welt positiv zu verändern. Soziale Grundprägung der ersten 20 Lebensjahre ist kaum noch änderbar und prägt auch die Folgegeneration zumindest noch teilweise mit. Wichtig ist es, sich den unterschiedlichen Persönlichkeitstypen von Menschen bewusst zu sein und deren jeweilige Stärken zu kennen und auch zu unterstützen, sowie in der Unternehmenskultur dafür zu sensibilisieren. Alles, was getan werden kann und alles, was technisch möglich ist, wird getan. Nur entsprechende Schutzhandlungen und technische Schutzmaßnahmen können einen Ausgleich schaffen. IT ist eine revolutionäre Triebkraft, die die Menschheit nachhaltig verändern wird, positiv oder negativ oder beides. Verschlüsselung, der Schutz der persönlichen Daten und Transparenz öffentlicher Informationen sind zwingend zum Schutz der Menschen vor Machtmissbrauch erforderlich. Gesetze reichen nicht, sondern nur kontinuierlich validierte und weiterentwickelte technische Lösungen sind dafür geeignete Maßnahmen und deswegen zwingend notwendig. Also wir müssen was tun und nicht nur Regeln erschaffen, die gebrochen werden. Es wird das intelligent denkende Computernetzwerk, also diese wirkliche künstliche Intelligenz, wie wir die im Hall-Tatort angedeutet gesehen haben, geben. Oder vielleicht gibt es die bereits. Macht bekommt diese erst in dem Maß, wie Vernetzung, das Internet der Dinge und die Digitalisierung der Gesellschaft voranschreiten. Also sollten wir das in der Geschwindigkeit unseren Schutzmechanismen und Schutzmöglichkeiten anpassen. Ein Gott, der mich belohnen, bestrafen oder schützen kann, gibt es für mich persönlich nicht. Ich bin deshalb nur meinem Gewissen, meiner Ethik verantwortlich und auch für die Folgen von meinem Handeln selber verantwortlich. Ich denke, das sind so die grundlegenden Dinge, die ich gelernt habe aus meinen Geschichten, meinen Erfahrungen im Wissensmanagement, die durch auch mein Leben und die Umstände darum geprägt worden sind.